Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute sind wir zurück auf Levski und hier haben wir noch eins nicht gesehen und zwar den Außenbereich. Den wollen wir uns heute mal anschauen, inklusive vielleicht einer kleinen Rover-Expedition. Na, mal sehen. Und zur Feier des Tages habe ich mir heute mal die Outlaw-Rüstung angezogen. Die sind natürlich auch im Spiel, sehen super, super cool aus und haben es verdient, gezeigt zu werden. Ja, ich spiele natürlich später eigentlich eher ein Marine, beziehungsweise eher auf der Seite der Gesetzeshüter. Naja, wenn man das so bezeichnen kann jedenfalls. So wie es eben auch die Aufgabe der Merc ist. Und es gibt natürlich später genügend Outlaws, Piraten und so weiter im Verse und die freuen sich natürlich, dass man ihnen hier auch schöne Rüstungen designt hat. Da werden natürlich noch wesentlich mehr hinzukommen, aber genug geschwätzt. Heute gehen wir mal an die Oberfläche und zwar gibt es hier, wo die ganzen Hangar hinten konnten wir zu den Hangars, wie wir beim letzten Mal dann zur Cutlass Black gegangen sind. Da ist alles noch ja, in Entwicklung bestehend und hier kommen wir zu den Airlocks und zur Top-Lobby und da rufen wir uns doch einfach mal einen passenden Aufzug daher. Hier muss man immer ein bisschen schnell sein, denn die sind gerne mal so, dass die Türen einen einquetschen. Von daher, trödeln ist hier echt fehl am Platz. Ruckel die Ruckel. So, und dann sind wir hier auch schon auf der Top-Lobby oder in der Top-Lobby und können uns die auch nochmal eben anschauen. Sieht natürlich auch wahnsinnig cool aus. Wenn man hier auf Levski mit dem Fahrzeug ankommt, man kann natürlich irgendwo anders, man muss ja nicht in der Levski-Landezone landen, sondern man kann auch irgendwo außerhalb landen und dann mit seinem Rover über die Oberfläche bis hier und dann kann man natürlich auch mit dem Rover hier in Levski ankommen. Und dann wird man hier auch herzlich willkommen geheißen. Willkommen, welcome to Levski. Und hier oben sind neben auf der Stelle gehende NPCs auch noch ein paar Spawn-Terminals. Und hier können wir dann unsere Fahrzeuge spawnen. Ich hatte das eben schon mal ein bisschen probiert, wie da draußen die Performance ist. Die ist nicht so ganz dolle wie hier drin, also war es auf jeden Fall ebenso. Aber wir gucken mal, deswegen ist der Rover hier im Moment nicht zum Rufen, der steht eben schon draußen. Und hier könnte man noch Greycat Buggies, das ist noch das andere, was ich hier besitze. Es sind ja noch zwei andere Rover angekündigt. Einmal der Lynx Rover, der bei der Constellation Phoenix dabei sein soll, die übrigens auch sehr gute Fortschritte macht. Der ist ein bisschen flacher gebaut und ein bisschen breiter als der Urza Rover, aber eben auch von RSI. Und dann gibt es auch noch einen Origin Rover. Der kommt mit der 600i und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wow, da haben wir auch die Möglichkeit, den dann zu zeigen, sobald er im Spiel ist. Ja, wir haben im Moment gerade das Glück, dass wir hier auf der, in Anführungszeichen, Sonnenseite von Levski sind. Und hier ist der Vorbereich. Natürlich liegt hier auch eine Menge Schrott und Schutt rum. Da steht schon unser Urza Rover, den wir uns gleich schnappen werden für eine kleine Expedition. Ja, und so ist dann das Welcome Center von Levski, wenn man im Außenbereich hineinkommt. Wirklich sehr, 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 sehr viel Liebe zum Detail. Und Leute, das wird wirklich, wirklich eine super Sache. So, wie ihr sehen könnt, oben rechts das durchgestrichene Bullet, die durchgestrichene Kugel. Wir sind hier in einer waffenfreien Zone, die ganze Levski-Landezone, da darf man keine Waffe zücken. Und jetzt gehen wir mal hier hinten in den Urza Rover rein. Schön beleuchtet, Klappe zu, Affe tot. Und hier gehen wir ins Cockpit, hier haben wir natürlich einen Fahrersitz und einen Beifahrersitz. Der Beifahrer, das kann ich euch gleich mal zeigen, ich gehe jetzt mal gerade hier in den Sitz, bevor wir hier noch lustig durch die Gegend buggen. So, Engines on. Das klingt gut. Leicht bewegen wir uns. Ich hoffe, das gibt sich gleich. So, und hier an der Außenseite, da klebt ein Turret, wie ihr hier sehen könnt. Ein zweiläufiges. Und das fährt nach oben auf die Oberseite. Und der Beifahrer, wenn er denn dabei ist, hat die Kontrolle über das Ding. So, jetzt bewegen wir uns hier mal. Das ist leider recht laut, muss man wirklich sagen. Und vor allem kann ich gerade auch nicht lenken. Wieso kann ich nicht lenken? Engage Systems. Warum geht das nicht? Hm. Power? Ich wollte eigentlich Engines. Da. Ich mach mal alles aus. Dann seht ihr, gehen auch die Lichter aus. Ja, ich bin natürlich auch nicht vor Bugs bewahrt. Alle Systeme an. 2000 Jahre später.
So, hallihallo zurück, meine lieben Freunde. Ja, sorry. Aber jetzt sollte er funktionieren. Jawohl, jetzt lenkt er. Und ja, wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen die Oberfläche von Levski an. Wie ihr es schon sehen könnt, das ist wirklich nicht die performanteste Sache. Ja, also bei Rovern, gerade weil man sich wahrscheinlich hier dicht über der Oberfläche mit vielen Texturen schnell bewegt, schnell ist relativ, glaube ich, dass es hier häufiger mal zu Problemen mit den Frames kommt. Aber sei es drum, liebe Freunde, ein wenig erkunden können wir auf jeden Fall. Und wie ihr sehen könnt, zieht der Rover, hupsala. Ja, also man steuert, ich muss mal am Anfang anfangen, man steuert den Rover mit dem Stick. Das heißt also, euren normalen, wenn ihr das Ding jetzt über einen Joystick fliegt, zum Beispiel normalerweise die Raumschiffe, dann könnt ihr über den Stick, wenn ihr den nach vorne drückt, also eigentlich die Nase runternehmt, damit beschleunigt ihr und mit dem Stick nach links und nach rechts könnt ihr eben lenken. Nach hinten ziehen ist dementsprechend Bremsen bzw. Rückwärtsgang. Wie ihr hier sehen könnt, wirbelt der Rover auch ordentlich Mondstaub bzw. Asteroidenstaub auf. Und leider hinterlassen wir hier aktuell, glaube ich, keine Furchen oder keine Radspuren. Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das serverabhängig ist. Auf Daymar war ich gestern mit ein paar Kumpels. Da hat es auf jeden Fall Fußspuren hinterlassen. Gucken wir mal, dass wir euch das auch nochmal irgendwann gezeigt kriegen. Oh, und ihr seht, wie schön der hier einfedert. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Und dann fängt er auch langsam schon an zu hüpfen. Hui! Macht schon eine Menge Laune, Rover fahren, muss man wirklich sagen. Schön über die Curbs. Also diese Hüpfeinlagen, die sind echt genial. Ja, und natürlich, wenn ich jetzt sage, oh, hier links habe ich aber irgendwas total Cooles entdeckt, kann auch jederzeit die Straße verlassen und dann mit dem Rover hier einfach irgendwo durch die Walachei düsen. Funktioniert. Aber wir wollen jetzt mal gerade auf der Straße bleiben, denn ich würde gerne wissen, ob die irgendwo hinführt. Warte, Moment. Oh, langsam. Keinen Scheiß machen. Das sind Elektro-Rover. Die haben ja Power. Ja gut, normal nichts gegen Elektro. Man sieht es ja an Tesla, dass die Power haben können, die Teile. Ich bin doch jetzt hier richtig, oder? Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Ich fahre mal weiter. So. Wuhu. Moment mal eben. Fahre ich jetzt wieder zurück Richtung... Ich fahre wieder zurück Richtung Levski. Mann, bin ich schlau. Sorry, Leute. Ich habe übrigens den Eindruck, dass wenn man voll einschlägt links, dann ist das hier Vollgas. Ich glaube, dass die Räder selbst den Rover bremsen irgendwie, weil die dann an die Karosserie kommen oder so. Also, auch das müsste nochmal irgendwann gemacht werden. Gut, umso mehr haben wir im Außenbereich oder sind wir im Außenbereich gefahren. Aber ihr seht schon, es ist jetzt hier nicht die allerperformanteste Sache. Ich habe im Moment gerade ja gut um die 30 Bilder. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich wünschte, ich könnte euch auch mal ein bisschen von hinten zeigen, aber dann sehe ich nicht, wo ich hinfahre. Dann können wir ein bisschen langsamer machen. So. Ja, vielleicht in der Zeit mal ein paar Worte. Also ich habe, haben jetzt viele gefragt in den Kommentaren, was hast du für eine Maschine? Das ist kein NASA-Rechner, den ich habe. Ist natürlich relativ, trotzdem relativ guter. Intel Core i7-6700K, ein bisschen übertaktet auf 4,8 GHz mit einer Wasserkühlung, 32 GB und eine GeForce GTX 1080. Nicht mal die Ti, sondern die normale 1080. Allerdings in einer FTW, also For the Win Edition von EVGA. Auch ein bisschen übertaktet. Ansonsten ist das aber relativ human. Star Citizen selbst habe ich auf einer SSD M2 von Samsung installiert. Und das ist natürlich dann schon, also es ist eine M2, sind ja diese SSDs, die man direkt aufs Mainboard stecken kann. Und das läuft natürlich dann schon relativ gut. Ich habe allerdings einen Kumpel, der hat genau das gleiche Setup, den Timme, den kennt er auch, ist auch ab und an mal bei den Videos dabei. In Zukunft auch häufiger, denke ich mal, wenn wir dann mit der Mercrew losziehen. Und der hat 5 bis 15 Frames überall, wo ich 20 bis 40, meistens eher 30 bis 40 habe. Also, es ist
echt unterschiedlich. Und vor allem kommt es eigentlich nicht so sehr auf die Bilder bei mir an, warum es manchmal blöd läuft, sondern es sind so Mikro-Freezes oder so, die echt, naja, das Ganze ein bisschen eindämmen. Und jetzt bin ich hier gerade wieder mitten in der Nacht unterwegs auf dem EU-Server und dementsprechend ist relativ wenig Belastung und es funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt aber nochmal zurück hier zum Bild. Wir sind hier jetzt gerade irgendwo angekommen. Das ist irgendeine Abbauregion oder ein Abbauposten, nehme ich mal an. Hier wird wahrscheinlich irgendein Gas abgebaut, wenn ich das richtig sehe, und dann in diesen Tanks gelagert. Und ja, in diese Gebäude dort kommt man leider nicht rein, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Quatsch erzählen bin ich ja recht gut, wie man gesehen hat an diesem Denkmal in der Levski-Landezone. Da habe ich wieder nicht aufgepasst, ja. Habe ich mich auch vorher nicht erkundigt. War relativ spontan, dass ich das Video damals gemacht habe. Oder vor ein paar Tagen gemacht habe. Da ging es also nicht darum. Dieser Tanaka da, oder wie der hieß, der da im Arm lag, das war auf jeden Fall derjenige, der da als Name drauf stand. Und der ist gefallen beim Arbeiteraufstand. Und dieser Arbeiteraufstand hat das Ende der Messerära eingeleitet. War also eine recht wichtige Geschichte. Und von daher habe ich da natürlich wieder völligst verkackt. Aber ist egal. So. Ja, wir könnten natürlich hier jederzeit aussteigen. Ich würde mal sagen, wir probieren jetzt mal auf eine Bergspitze irgendwie zu kommen. Leider hat er nicht so ultra viel Power, der Rover. Aber wir probieren es trotzdem. Mal sehen, wie weit wir kommen. Aua, das war ein Stein. Das war ein Stein. Da komme ich nicht lang. Uiuiui. An so Steinen, das ist immer eine ganz riskante Geschichte. Da kann man sich auch mal sehr schnell ganz kaputt fahren oder dass der Rover dann gar nicht mehr will. So. So Dinger mag er eigentlich auch gar nicht, wenn er vor allem dann in der Mitte irgendwo aufsetzt. Ich könnte ja hier rechts runter. Also CRG, ein paar PS mehr könnt ihr dann doch noch vertragen. Oder ein paar Kilowatt. Je nachdem, wie man hier im Star Citizen-Universum rechnet. Power rechnet. So, jetzt bleiben wir mal kurz hier. Machen die Engines aus. Strom kann ruhig anbleiben. Und dann drücken wir mal auf Exit. So, natürlich hat er hier auch noch eine Tür, durch die man den Rover verlassen kann. Das tun wir jetzt auch mal. So. Ja, steht doch recht stabil. Und Freunde, so sieht das Ganze aus. Ganz wichtig übrigens, ihr seht jetzt auch unten links, ich verliere Sauerstoff im Anzug. Haben auch viele drunter geschrieben, warum ich das beim letzten Video nicht hatte. Leute, das ist ein Bug. Ja, das passiert eben leider ab und an. Hier aktuell verliere ich jetzt wieder Sauerstoff. Und sobald man sich wieder in einer Umgebung mit Sauerstoffatmosphäre befindet, zum Beispiel in der Levski-Landezone, lädt sich das natürlich auch wieder auf. Ansonsten sind hier eure Ausflüge natürlich durch den Sauerstoff beschränkt. So, hier ist auch überall noch waffenfreie Zone. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das richtig ist. Aber so sieht das auf jeden Fall aus. Wow. Echt cool. Gut, dann machen wir uns mal wieder zurück auf den Weg in die Levski-Landezone, denn ich habe natürlich auch noch andere Pläne, was ich euch gerne zeigen möchte. Und gewitzte Leute, die ein bisschen sich über den Inhalt von 3.0 informiert haben, hätten eventuell auch schon eine Ahnung, wo es denn hingehen könnte. So, Strom an. Ich bleib jetzt mal gerade ein bisschen. Oh je. Oh je. Ob das gut geht. Juhu! Aua. Aua. Ja, die haben natürlich schon leichte Ahnung, wo es hingehen könnte, denn eine Sache haben wir natürlich noch nicht gesehen. Und außerdem haben wir da vorne noch eine weitere Sache markiert, neben der Levski-Landezone, wie ihr sehen könnt. Und das ist eventuell
hat das ja eventuell was miteinander zu tun. Wer weiß, wer weiß. Jetzt gucken wir, wow, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier mit Vollgas durchs Gelände zurückkommen in die Levski-Landezone. Ich sage in diesem Video sehr oft Levski-Landezone. Hui! Aua! Lalalalalalala. Wow, da war ein Stein. Also ihr seht, der Rover macht das eigentlich ganz chillig, ja. Er frisst sich hier schön durchs Gestein durch. Yippie! Und ist eigentlich auch recht flott unterwegs. Es gibt ja noch Fahrzeuge, die sind noch schneller. Der Tumbril Cyclone zum Beispiel, vor allem die Racing-Variante, die hat ja nochmal einen Extra-Boost. Und es gibt nur noch ein Fahrzeug, das noch schneller ist als die Racing-Version des Tumbril Cyclone. Oh, bremsen, bremsen. Und zwar ist das Leopoa Nox. Wobei das nicht ganz fair ist, denn die ist natürlich auch zusätzlich Raumschiff, beziehungsweise kann die im Space fliegen. Und die kann hier fliegen, beziehungsweise auf dem Boden fahren. So, dann biegen wir hier mal wieder ein. Boah, da steht jemand. Sorry, Kumpel, wollte nicht deine Atmo rauben. So, jetzt parken wir nochmal hier vor dem Hangartor. Und dann sind wir auch schon zurück. So schnell kann das gehen, wenn man mal Gas gibt. Dann mache ich jetzt auch mal Strom aus, damit hier die Batterie nicht leer geht. Ich muss ja auch noch irgendwann nachher nach Hause fahren nach dem Video. Klappe auf. Da hinten läuft der Kumpel rum. Und ja, wir gehen jetzt mal zurück. Und Freunde, mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus dieser Episode. Oder? Na, ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, ich trigger noch so ein bisschen, was eventuell kommen könnte. Ja, danke. Du läufst da immer noch schön auf der Stelle. Hui! Okay, und dann suchen wir uns, aufzurufen. Schupp. Dann warten wir nochmal kurz. Ja, und dann müssen wir erstmal wieder zu den Hangars. Denn unsere Reise führt natürlich jetzt endgültig von der Levski-Landezone weg. Hier haben wir uns jetzt erstmal genug angeschaut, bis uns natürlich wieder Missionen von Miles Eckert oder sonstigen Missionsgebern hier hinführen. Und schwubbeli-schwupp. Jetzt gehen wir mal zu den Hangars. Wie gesagt, normalerweise renne ich hier nicht, aber es gibt hier ab und an, gerade in dieser Region von dem Hangar-Zugängen und Airlocks, gibt es ab und zu mal kleine Glitches und deswegen, die möchte ich nicht riskieren. Jetzt warten wir und warten. Tja, liebe Freunde, da steht das gute Stück. Eine Robert Space Industries Constellation Aquila. Eine Explorer-Variante, die diesen Rover, den wir gerade gefahren haben, ebenfalls in ihrem Bauch tragen könnte. Zusätzlich hat sie auch noch eine P-52 Merlin, die hängt hinten. Können wir allerdings aktuell auch noch nicht benutzen. Also die P-52 an sich schon, aber nicht aus der Aquila heraus. Und Freunde, in der nächsten Episode werden wir mit diesem Baby ein bisschen Spaß haben. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, wegtreten!